Hallihallo. Hallöchen. Wir hatten ja in einem der vergangenen Videos erwähnt, dass wir noch einen Marokko-Fazit ziehen wollen. Und das machen wir hier am schönen See in Spanien mittlerweile. Und das Wetter passt, also wollen wir keine Zeit verschwenden und mal loslegen. Wir haben uns ein paar Fragen aufgeschrieben. Also wir fangen erstmal an, wie viele Kilometer wir gefahren sind. Das war eine ganze Menge, auf jeden Fall. Das sind 5000 Kilometer gewesen. Genau. Möchtest du mal die Route erklären? Ja, also angefangen, wir haben uns, wie wohl die meisten Marokko-Reisenden, bei Carlos in Spanien, in Algeciras, die Karten geholt. Mhm. Die Karten haben 240 Euro gekostet, Hin- und Rücktour. Es gab natürlich auch den altbekannten Wein und Kuchen gab es auch dazu. Genau, das ist so obligatorisch dort. Und ja, wir hatten die Fährlinie Baleria, richtig? Balearia. Genau. Und da hat man ein bisschen Verspätung, scheint aber relativ normal zu sein. Die Abfahrten, die werden dann dir halt irgendwie aufgeschrieben und dann stellt man sich halt in den Hafen und dann einfach den anderen Campern oder Fahrzeugen hinterher und dann lief das eigentlich. Ich habe meine Drohne noch bei Carlos abgegeben, das wird auf jeden Fall geraten. Marokko ist absolute Verbot von Drohnen und ich hatte lang mit mir gehadert, ob ich die mitnehmen sollte. Aber hab dann nochmal gelesen und die Option dann, die bei Carlos zu lassen, kostenlos, ja, habe ich dann eben genutzt und dann lag die da. Ja, dann sind wir mit der Fähre rüber nach Tangermed und dort angekommen, haben wir eine Nacht irgendwo im Nichts, Nähe des Hafens, im Dunkeln geschlafen und da kam auch gleich schon der erste Marokkaner, ja. Irgendwie war es natürlich ein bisschen befremdlich, weil der einen direkt irgendwie was verkaufen wollte und ich habe mich gar nicht wohl gefühlt. Es war spät am Abend. Der wollte irgendwie, ich weiß gar nicht, wollte er uns Hasch verkaufen? Ja, er wollte Hasch verkaufen, Handykarten. Sicherlich auch alles ein bisschen überteuert. Ja. Und die ersten Straßen kamen gleich angerannt. Mhm. Ja, und den nächsten Tag ging es dann weiter nach Asila. Das war eine, ja, nette, kleine, touristische Stadt. Richtig schön, eine schöne Medina hatten die. Kleine Medina, Parkgebühren 5 Euro dort. Da gab es dann übrigens auch die erste marokkanische Tagine. War auf jeden Fall ziemlich lecker, aber auch ziemlich fettig. Ja, von dort aus sind wir dann weiter nach Kenitra. Kenitra war jetzt nicht schön, wir haben da erst freigestanden, dann wurden wir weggeschickt und dann sind wir in den Ort gefahren. Haben dort Handykarten besorgen wollen. Das ist nämlich gar nicht so einfach teilweise in Marokko mit den Handykarten. Ich hatte gehört, ich kriege eine Invi-Karte, also Invi ist der Anbieter, unendliches Datenvolumen für 30 Euro umgerechnet. Allerdings wussten die von gar nichts, beziehungsweise meinten die, diesen Vertrag gibt es nicht mehr und haben mir dann einen anderen verkauft und das war das reinste Chaos. Und von dort aus sind wir immer weiter an der Küste entlang. Dann kam irgendwann Steilküste, da haben wir teilweise freigestanden. Waren ein paar schöne Spots mit unseren Freunden Mats und Rieke mit der Feuerwehr und mit denen sind wir dann immer weiter runter über die Surferorte im Swan. Und da ist uns auch ein kleiner Gast entgegengelaufen. Mehr? Ja. Hier. Lilo. Die war aber noch nicht in Im Swan. Im Swan ist der Ort, der abgerissen wurde, zum Teil zumindest, wie viele andere Fischerorte in Marokko auch, wegen der WM 2030. Und dann ging es weiter nach Tagazout und kurz vor Tagazout war ein Strand, wo uns Lilo ziemlich verängstigt entgegenkam. Tja, dann habe ich sie mir geschnappt, weil sie zu mir gelaufen ist und habe sie ins Auto geschmissen und habe gesagt, Schatz, die müssen wir mitnehmen. Und irgendwie haben wir sie dann mitgenommen. Genau. Also, und dann ja, haben wir sie natürlich auch eine lange Geschichte. Ist auch eine lange Geschichte und da können wir ja auch nochmal den Link zu setzen. Zum Video. Genau. Genau, über die Rettung von Lilo. Ja, und dann sind wir mit ihr nach Tagazout gefahren. Das ist ein ganz netter Surferort, so wie im Swan auch. Nur, dass der noch steht, der ist noch nicht abgerissen worden. Und ja, da ist einfach richtig viel Tourismus. Da haben wir auf so einem Parkplatz gestanden für, ich glaube, 30 oder 20 Dirham die Nacht, also 2 Euro. Das war aber nicht wirklich schön. Also es sind einfach richtig, richtig viele Camper dort am Start. Mhm. Und da sind richtig viele Straßenhunde. Richtig? Waren viele Straßenhunde. Also der nette Platz hat sich dann nicht so nett entpuppt. Also klar, für Camper und Surfer ist es vielleicht ganz schön, aber die Freunde von Lilo wurden alle vergiftet und ja, gekillt.
deswegen haben wir Lilo da auch weggeholt, damit ihr das nicht wieder fährt. Ja. Ja, von dort sind wir dann weiter nach Agadir. Agadir haben wir aber komplett, naja, liegen gelassen. Genau, weil das uns, naja, es war eine große Stadt, sehr modern, voll der Kontrast zum... Da hatten wir irgendwie gar keine Lust drauf, weil genau. Es hat uns gar nicht so gereizt und angesprochen. Wir wollten mehr das echte Marokko kennenlernen, wenn man das so sagen darf. Deswegen sind wir von dort aus weiter nach Sidi Ifni und von Sidi Ifni sind wir dann ins Inland gefahren nach Gömim. Mhm. Und in Gömim war ein cooler Kamelmarkt, das ist der älteste Kamelmarkt Marokkos. Ist auch so ein Highlight, das haben wir mitgenommen. Ja. Das war cool, oder? Das da haben wir schöne Erfahrungen gehabt. Und den günstigsten Gemüseeinkauf in ganz Marokko gemacht. Wir hatten die ganze Küche voller Gemüse und wie viel haben wir dafür bezahlt? 60 Dirhams sind ungefähr 6 Euro gewesen. Ja. Und dann sind wir weiter an die heißen Quellen. Die heißen Quellen von Fes heißen die wohl. Also es sind aber bei Gömim halt. Und ja, die wurden auch schon öfter angesprochen und wir wollten uns die angucken, waren aber nicht der Rede wert. Nee, vor allem war das echt stürmisch und sandig und die Karre wurde bombenheiß, wir konnten gar keine Fenster aufmachen, überall war Sand in den Laptop-Tastaturen, die konntest du gar nicht mehr drücken. Wir haben eine Nacht da gestanden und sind wieder abgehauen. Also Und die heiße Quelle brauchtest du bei der Hitze auch nicht unbedingt. So ist es, genau. War warm, über 25 Grad, an die 30, da braucht man jetzt keine Quelle mit 38 Grad warmem Wasser. Aber wir haben es gesehen, vor allem die Anfahrt sind 8 Kilometer Piste. Mhm. Würde ich auch nicht jedem empfehlen. Also 4x4 ist da jetzt nicht unbedingt vonnöten, aber ein bisschen Bodenfreiheit und so, weil viele Unebenheiten da sind und so und die Piste muss man sich antun wollen. Also es hat jetzt nicht so einen Spaß gemacht. In diesen heißen Quellen sind wir dann weiter ins Inland an den Ort, den ich jetzt gerade gar nicht gefunden habe, weil ich habe kein Internet hier, deswegen konnte ich nicht googeln, aber das war eine übelste Palmenlandschaft. Ich werde es noch nachher einblenden. Mhm. Und da stand man halt mitten in den Palmen. Eigentlich total schön. Traumhaft. Dort haben wir einen Marokkaner kennengelernt, der uns ein paar Highlights in der Umgebung empfohlen hatte. Und da sind wir dann als nächstes hingefahren, nämlich nach Amtoudi. Amtoudi war für mich eigentlich so das Highlight in Marokko, weil das war wie ein Canyon, also wie so eine Schlucht. Und es war wie ein Paradies. Es war ein Paradies. Ja. Überall Wasserbecken, Wasserfälle. Und nicht wirklich touristisch erschlossen. Also da gab es auch einen Campingplatz und sicherlich waren da auch ein paar. Aber es war sehr natürlich. Wir waren da baden im kalten Wasser. Wer da hinfährt, nehmt euch was zu trinken und vielleicht ein bisschen Proviant mit. Dann kann und man auch noch ein bisschen länger bleiben. Das ist auch schön. Genau, wer Dattelpalmen ernten will, kleiner Tipp, nehmt Steine, werft die da hoch, klettert nicht auf die Palme. Oder eine Zwille, genau. Das ist ja gut zum Ziel. Dann fliegen die Dinger da runter und dann kann man die unten auflesen. Ja. Ja, und von Amtoudi ging es dann weiter und zwar in ein richtig kleines Dörfchen, was ich auch noch einblende. Den Namen habe ich jetzt auch nicht gefunden. Da haben wir einen Mbarek kennengelernt. Ja, der hat uns cool. Durch dieses kleine, doch sehr marokkanische und fast schon ein bisschen zerstörte am Anfang Dorf geführt. Wir dachten, da wohnt einfach gar keiner. Ja. Und dann war Mbarek da und der hat uns da ein bisschen lang geführt, unentgeltlich. Also das haben wir auch gleich klar gemacht und da waren heiße Quellen, aber die waren unterirdisch. Hm. Das war krass. Also das habe ich so auch noch nicht gehabt. Es waren halt Becken, da ging man so 10 Meter unter die Erde und dann hat man da drinnen gesessen im sehr warmen Wasser. Ja, und von dort aus sind wir dann auf jeden Fall weiter nach Tafraout. Das war so ein Ziel von uns. Da wollten wir uns auch länger aufhalten. Allerdings gibt es da eine östliche Route von diesem Amtoudi aus oder eine westliche. Und die östliche würde ich auf jeden Fall empfehlen. Da fährt man nämlich durch Schluchten, die ich im Nachhinein empfohlen bekommen habe. Die haben wir quasi ausgelassen. Wir sind, wie gesagt, westlich nach Tafraout gefahren, haben uns als erstes diese blauen Steine angeguckt, von denen du nicht so begeistert warst. Und ich fand trotzdem, man kann es mal gesehen haben. Und dann sind wir auf diese riesige Freifläche gefahren in Tafraout. Und haben uns unter die vielen anderen Camper, die dort in der Stadt stehen, gesellt und da ein bisschen abgechillt. Kam jeden Tag ein Parkwächter. 15 Dirham, 1,50, das war okay. Da kamen dann ja auch Rico und Matze noch dazu und haben das Auto da lackiert, weil Tafraout ist eine echt hübsche Stadt und da fahren auch viele hin, die ihre Karre lackieren lassen wollen. So wie Matze und Rico auch.
Genau, da hatte ich dann die Vorarbeit geleistet, das Entrosten und so. Und von dort aus ging es dann weiter in die Wüste. Das wollte ich ja unbedingt, in die Wüste, nach Fumsquid. Von Fumsquid sind wir dann erstmal in die Wüste gefahren. Wie fandst du das? Holperig. Ja. Am Anfang. 30 Kilometer Piste, Wellblech. Hat nichts mit Offroad zu tun, das ist einfach nur aushalten und irgendwie dadurch. Ja, also, bestimmt. Da kannst du mit jeder Karre rüberfahren, aber das war einfach, boah. Rumpelig. Rumpelig. Mhm. Da ist alles durch die Gegend, also alles durch die Karre geflogen. Wirklich alles. Ja. Dann sind wir durch diesen Lake Iriki gefahren, der ist kurz vor der Wüste und dann in der Akshay-Gara-Wüste gewesen. Da haben wir eine richtig schöne Nacht verbracht. Mhm. Da war nichts los. Also wirklich auch keine anderen Camper oder sowas. Hier haben wir nur 2-3 Fahrzeuge während der ganzen Tour gesehen. Zwei Außer Tage. Am Morgen dann. Am Morgen. Wo sind denn die ganzen, was waren das denn? Land Rover oder Land Cruiser fahren da lang und bringen die Touris von den Camps weg, die dort halt verteilt sind. Fakt ist, die Akshay-Gara-Wüste ist die deutlich weniger erschlossene. Also da ist viel weniger los. Man braucht halt auch einfach viel länger, um da hinzufahren. Mhm. Und sind dann da rausgefahren, haben uns nochmal schön festgefahren, weil wir den Weg irgendwie verloren haben auf der Route. Weil du Angst hattest. Und ich hatte Angst, da über diese hohe Düne zu fahren. Bin da angehalten, Dann hingen wir fest. Aber auch die Erfahrung muss man mal machen. Wir haben ja das Auto relativ schnell wieder frei gehabt. Bei 30 Grad. Mhm. Boah. Ja, und dann sind wir weiter nach Mhabit. Mhabit ist, ja keine Ahnung, war so ein kleines marokkanisches Dorf, da haben wir uns nicht aufgehalten. Aber der nächste Ort war dann Sagora. Und in Sagora wurden wir gleich abgefangen. Mhm. Da muss man aufpassen, wenn man nach Sagora fährt. Da stehen die Werkstattleute, die Mechaniker schon vor der Stadt und versuchen einen irgendwie abzufangen mit 4x4 Fahrzeugen vor allem. Und wollen oder einen Rollern. Dann, ja, oder Rollern. Und wollen einen dann irgendwie abfangen. Und natürlich halt so ein bisschen Geld auch machen. Aber alle ganz freundlich. Wir haben uns da mit jemandem getroffen, mit dem ich vorher schon bei Instagram geschrieben hatte. Und der hat mir da sogar ein Souvenir gegeben, was er im Vorfeld gemacht hat. Das war ganz süß. Wir haben da ein bisschen Keramikzeug noch gekauft. Alles okay. Haben da auf dem Campingplatz geschlafen. Und sind von dort aus in die nächste Wüste gefahren, Akshay-Wüste nach Merzouga. Die fand ich allerdings auch echt schöner, muss ich sagen. Die hatte so einen rötlichen Sand und ja, wir waren mit ein paar tollen Leuten dort und ich habe einen Ausritt gemacht. Das war natürlich auch so das absolute Highlight. Also ja. Ja, das war schon richtig, richtig toll. Ja, das ist auf jeden Fall auch die touristischere Wüste von den beiden, da ist viel mehr los, einfach weil man noch viel besser rankommt. Mhm. Und auch da braucht man nicht wirklich Allrad, also man kann sogar zwischen den Dünen mit normalen Fahrzeugen stehen, haben wir ja auch dort gestanden mit anderen und da ist eigentlich eine harte Piste und dann fängt halt die Wüste so an und wenn man natürlich in die Wüste reinfährt, dann braucht man Allrad. Und von dort aus sind wir dann ziemlich schnell nach Marrakesch gedüst über den Hohen Atlas. Über Ouarzazate und dann hoch nach Marrakesch über den Hohen Atlas, weil... Ich wusste von nichts. Meine Mutter und meine Schwester, die haben einen kleinen Überraschungsbesuch gemacht. Also wir waren auf einem Campingplatz, auf einem richtig, richtig schönen Campingplatz. Der hatte einen Pool und das sah einfach aus wie ja, eine Ferien, wie eine Hotelanlage. Mhm. Und ja, da war ich am Kochen und gucke aus dem Fenster und auf einmal spaziert da meine Schwester lang. Und dann auch noch meine Mama. Damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Und dann haben wir uns ein paar schöne Tage in Marrakesch und Umgebung gemacht. War auf jeden Fall toll. Ja, Spaß gemacht. Da waren wir an den Usud-Wasserfällen. Die haben uns angeguckt, sautouristisch. Oh, ja. Aber viel kann man in Marrakesch-Umgebung gar nicht machen, war mein. Also so innerhalb von 1,5 Stunden Umkreis. Wir wollten jetzt nicht 3 Stunden zurückfahren oder so. Aber trotzdem waren die Wasserfälle ganz cool, aber wie gesagt, so überall waren Stände und Fressstände und so und die Leute wollen ja natürlich auch Führung aufdrücken, aber ansonsten war Marrakesch ganz cool, ist halt wuselig, ist was los, kann man auf jeden Fall mal gesehen haben und für die, die nicht auf dem Campingplatz stehen wollen, gibt es auch einen Parkplatz nahe an der Medina, das ist eine Moschee, verlinke ich auch mal den Parkplatz, da kann man aber für 110 Dirham, also ein satter Preis, 10 Euro ungefähr die Nacht schlafen und stehen, aber dann ziemlich safe und man kann, wie gesagt, fußläufig in
in die Medina von Marrakesch rein, ohne dann mit dem Taxi vom Campingplatz. Aber es ist auch nicht schön. Das ist wirklich nur ein Betonparkplatz. Ja. Also wer Hunde hat oder sowas, da braucht ihr, das könnt ihr vergessen. Doch, ein Park war ja daneben, das würde schon gehen. Luxuriöser und komfortabler ist natürlich der Campingplatz, der war der Hammer. Und der hat auch nur 100 Dirham gekostet, also weniger als 10 Euro. Aber da muss man halt mit dem Taxi rein und raus fahren. Das kostet dann natürlich auch wieder, was hat so ein Taxi gekostet? Ah, oh, unser liebster Taxifahrer. 100 Dirham auch, oder? 100 Dirham, ja. 10 Euro, eine Fahrt, ja. Wer da ist, sagt Bescheid. Wir haben eine Nummer von einem richtig coolen Taxifahrer, das ist der Hammer. Ja. Ich wollte dann angeln fahren, sind dann an den Bin El Quidan, der ist bekannt fürs Karpfenangeln gefahren. Da waren mir aber die Angelkarten zu teuer. Und dann dachte ich, ich kann in den ganzen anderen Seen in Marokko viel billiger oder für gar nichts angeln. Also da braucht man keine Lizenzen. Allerdings war das dann so einfach gar nicht, weil da einfach viel gefischt wird. Da sind Einheimische, die haben mit dieser modernen Angelei, die ich sie betreibe, gar nichts am Hut und die gucken dich da an. Also man fühlt sich da ein bisschen wie ein Außerirdischer. Da hätte man auch gar nicht die Ruhe, die wir jetzt hier haben. Das heißt, es würde immer irgendwer kommen, mitten aus dem Nichts. Das war so in Marokko ganz typisch. Mhm. Du bist an dem abgelegensten Ort und irgendwo kommt immer einer her. Und dann stellen die sich teilweise einfach vor das Auto und gucken dich an. Ja, und sagen gar nichts. Was willst du denn jetzt? Also, die sagen nichts und gucken einfach nur. Ja. Und das ist schon ein bisschen, ja, irgendwie eigenartig. Ja. Ja, ja, und deswegen ging es einfach auch schneller als erwartet Richtung Norden über Fes. Fes war eine richtig hübsche Stadt. Oh ja. Da waren wir ja in den über 300 Gassen in der Medina. Mhm. Und da muss man aber auch aufpassen. Also, es ist bekannt für seine Gerberei, Marokkos älteste Gerberei. Und da sind aber auch viele auf die Touristen aus und wollen einen irgendwie eine Führung aufdrehen oder Leder verkaufen und so weiter und so fort. Da muss man ganz klar sagen, dass man das vielleicht nicht möchte. Vielleicht möchte man es auch und dann ist ja okay. Und von Fes ging es dann weiter noch an den letzten Spot, Chef Chaouen, die blaue Stadt. Ja. Auch voll schön. Ja. Nicht so aufdringlich. Nee, überhaupt nicht. Sehr angenehm auf jeden Fall. Also ich wurde in keinen einzigen Laden rein manövriert oder so. Ja. Und das war wirklich ganz, ganz angenehm, schön. Ja, also, total. War schön, schöne Cafés. Außer die ganze Hunde- und Katzenkacke, die da überall rumliegt, weil die können halt nirgendwo anders hin. Das ist eine rein betonierte Medina, genau, eine Stadt. Und das ist halt so, aber kann man auf jeden Fall sich mal anschauen. Und eigentlich war es das dann auch schon. Von dort aus ging es dann über Tetuan weiter wieder Richtung Fähre. Und da oben haben wir uns nicht mehr groß aufgehalten, weil schon Wetter wieder... Das Wetter hat ja so einen Umschwung gemacht, das war echt Wahnsinn. Also wir hatten richtig schlechtes Wetter plötzlich und haben dann nochmal Stopp gemacht an einem großen Parkplatz, um noch kurz Sport zu machen. Und dann sind wir weiter zur Fähre gefahren. Ja. Haben da eine Nacht geschlafen. Das ging dann alles doch schneller als erwartet. Wir hatten ja 3 Monate gehabt und waren dann nur 2,5 dort. War aber okay. Also ich meine, ich wäre auch gerne länger geblieben, aber dadurch, dass wir so relativ zügig nach Marrakesch gefahren sind und dann das Wetter so schlecht wurde und ich auch nicht so gut angeln konnte, ist es halt schneller gewesen. Und ja, so war das. Das war unsere Route. Diese 5000 Kilometer, das haben wir ausgegeben. Sprit waren ungefähr 600 Euro, habe ich ausgerechnet, alles grob. Und ich glaube, der Diesel hat 1,20 umgerechnet ungefähr gekostet. Würden wir wieder nach Marokko fahren? Definitiv. Also ich denke nicht, dass es das letzte Mal in Marokko war. Nee. Also wir haben da noch ein paar Sachen ausgelassen, die wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal anschauen wollen würden. Ja. Und ja, die Mentalität ist anders, aber cool. Ich finde es, also Marokko ist einfach ein Hammerland. Ich vermisse das richtig. Vor allem ist es super günstig. Man geht da gerne essen, man kann gesund essen. Die Tagine, wir haben uns eine Tagine gekauft. Ich könnte jeden Tag Tagine und Couscous essen. Es ist einfach geil. Also wer einen empfindlichen Magen hat, das möchte ich aber noch gerade hinzufügen. Couscous, Legumes, also das ist dann dieser Couscous mit Gemüse. Ich glaube, damit macht man nie was falsch. Ja, ja, auf jeden Fall. Das war's mit unserer Zusammenfassung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch irgendwas wissen wollt, dann haut's in die Kommentare rein. Gebt einen Daumen nach oben, wie immer. Und wer es noch nicht getan hat, lasst ein Abo da. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüssi. Bye, bye.